Herzlich willkommen bei Tante Gerdas Stammtisch. Unsere kleinen Cover-Comedy-Song. Wieder auf Tante Gerda der Kneipe. Mit Boris, unserem kroatischen Witz. Dem Master of Slivovitz. Boris, wie geht's dir? Super gut. Sieht auch toll aus. Also gerade so seit der Probe vorhin toll aufgeholt wieder. Formmäßig. Schön. Heute reden wir. Und machst du mir einen Pils klar? Das wäre toll. Heute reden wir unter anderem über das Thema Flüchtlinge. Und es war ja toll, die letzten Jahre, da hatten wir uns ja echt gemütlich eingerichtet mit dieser wunderbaren Regelung, dass eigentlich nur die Länder an der EU-Außengrenze dafür zuständig waren. So nach dem Motto, bei wem sie aus dem Meer kommen, der kümmert sich dann drum. Das war praktisch, auf die Weise waren wir eigentlich nur zuständig für die, die es eventuell geschafft hatten, sich bis in den Bodensee durchzukraulen. Das ist mittlerweile anders und eigentlich keine große Überraschung. Die Kanzlerin versucht jetzt, Optimismus zu verbreiten. Das finde ich bei ihr fast schon unheimlich, muss ich sagen. Sie sagt jetzt von früh bis spät immer, wir schaffen das. Es ist interessant, weil das ist eigentlich inhaltlich, ist das ja dasselbe wie Yes, we can. Ja? Das heißt, die Merkel macht auf Obama. Die auf Obama derartig, dass in ihrer eigenen Partei schon sich die Ersten distanzieren und sagen, also im Grunde ist das gar keine richtige Schwarze. Ja, das war eine politisch korrekte Pointe, da müssen Sie keine Sorge haben, soweit. Danke fürs Pils, schön gemacht. Ja. Jetzt ist natürlich, wir schaffen das, das ist klar, das ist geklaut, das ist aus dem Kinderfernsehen, das singt eigentlich der Baumeister Bob in seinem Titelsong. Da ist das her. Da können wir noch froh sein, dass sie sich nicht an Benjamin Blümchen orientiert hat, weil dann wird sie ja in Sachen Flüchtlinge den ganzen Tag bloß noch Tarö sagen. Im Grunde sind wir alle Flüchtlinge, klar. Wir sind mit unserer Show hier in eine Kneipe geflüchtet. Das heißt, wir sind Wirtschaftsflüchtlinge im eigentlichen Sinne des Wortes. Und die Wiege der Menschheit stand ja bekanntlich in Afrika. Also als das losging mit dem ganzen Projekt aufrechter Gang, da war bei uns hier gar nichts. Da war nur Fauna und Flora, keine Spur von Pegida. Ja, also man könnte sagen, noch der arischste Deutsche ist eigentlich nichts anderes als ein Afrikaner, der es irgendwann in der Geschichte geschafft hat, sich in den Norden durchzuschlagen. Eventuell auch aus wirtschaftlichen Gründen. Zu dem Thema hat unser erster Gast viel mehr zu erzählen. Bitte begrüßen Sie hier auf unserer Bühne den Träger des Deutschen Kleinkunstpreises. Hier ist der fantastische H.G. Butzko. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, das Jahr ist zu Ende. 2015 ist Geschichte. Und jetzt stellt sich die Frage, was war das Unwort des Jahres? Mein Favorit, Wirtschaftsflüchtling. Denn dieses Wort nehmen mitunter Leute in den Mund, die von Wirtschaft so viel Ahnung haben, wie Prinz Charles vom englischen Königsthron. Nah dran, aber nicht wirklich erfasst. Ne, zum Beispiel diese Brüder von Pegida. Patriotische Europäer, da fängt das schon mal an. Patriot, das ist eine Luftabwehrrakete. Was ist der Unterschied zu menschlichen Patrioten? Die Rakete hat einen intelligenten Suchkopf. Ne, und dann stellen die ja ihre Forderung bei den Pegidas. Ne? Zuwanderer sollen sich bei uns integrieren. Super Forderung. Man hat nur vergessen zu sagen, wo genau ist bei uns. Schon mal dabei gewesen, wenn ein Ostfriese versucht hat, sich in Oberbayern zu integrieren. Oder umgekehrt? Und wer von denen ist dann der Wirtschaftsflüchtling? Weil das ist die Frage, die man sich eigentlich stellen muss. Wer ist eigentlich ein Wirtschaftsflüchtling? Warum nennen wir zum Beispiel einen Unternehmer, der seine Produktion aus Profitgründen ins Ausland verlagert? Warum nennen wir so jemanden nicht einen Wirtschaftsflüchtling? Oder einen Unternehmer, der aus den gleichen Profitgründen seine Abgaswerte manipuliert? Lange haben wir uns gefragt, was ist eine Vorstandssitzung bei VW? Jetzt wissen wir, ein Treffen des organisierten Verbrechens. Erst der Ausschuss im Puff und dann ein Auspuff mit Schuss. Also gut, Martin Winterkorn braucht sich keine Sorgen zu machen. Er übernimmt demnächst den Vorsitz bei der FIFA. Und Sepp Blatter wird Chef vom Berliner Großflughafen. Aber wer ist ein Wirtschaftsflüchtling? Ne? Was ist zum Beispiel mit einem Land wie Deutschland, das den afrikanischen Staaten in seinen Außenhandelsbeziehungen Zollbedingungen diktiert, die deutsche Waren auf den afrikanischen Märkten günstiger macht als die einheimischen Produkte? Und wenn dann die Bewohner aus diesen Regionen zu uns kommen, die dann Wirtschaftsflüchtlinge zu nennen, das ist die perfide Vermeidungsstrategie, sich nicht der Frage stellen zu müssen, wer es eigentlich gewesen ist, der diese Menschen überhaupt erst in die Flucht getrieben hat.
Oder was ist von einem Bundeswirtschaftsminister zu halten, der eine Reduzierung der Rüstungsexporte ankündigt, um sie dann tatsächlich zu verdoppeln? Sigmar Gabriel, der erhabene Buddha aus Goslar. Oder wie ich ihn immer nenne, der Harzer Roller. Auch nur ein weiteres Glied in einer langen Kette von Beispielen für Doppelmoral, Heuchelei und Pharisäertum unserer politischen Eliten. Man hat ja wirklich geglaubt, wir könnten der drittgrößte Waffenexporteur der Welt sein, der 100.000 Arbeitsplätze in der Rüstungsindustrie bietet. Aber nicht mal 100.000 Menschen in diesem Land verdienen sich ihren Lebensunterhalt dadurch, dass sie Mordwerkzeuge herstellen. Haben wir wirklich geglaubt, es würde folgenlos bleiben? Haben wir wirklich geglaubt, wir könnten den Wohlstand in unserem Land durch Ausbeutung in Billiglohnländern gestalten und die Ausgebeuteten würden in diesen Billiglohnländern bleiben? Haben wir wirklich geglaubt, die Hungernden auf der Welt gucken sich weiterhin tatenlos mit an, wie wir uns in die Bäuche vollschlagen? Haben wir das alles wirklich geglaubt? Also ehrlich? Ich schon. Und Angela Merkel anscheinend auch. Denn bevor Angela Merkel sagte, wir schaffen das, da hat es lange Zeit erstmal so gemacht wie immer. Da brannten bei uns die Asylunterkünfte, da tobte auf der Straße der rechte Mob. Da hat es Angela Merkel gemacht, wie bei der Eurokrise in Griechenland, wie beim NSA-Abhörskandal. Erstmal nichts tun und dann abwarten. Das Bundeskanzleramt ist vernetzt und verdrahtet mit allen Regionen auf der Welt. Wenn irgendwo sich eine größere Menschenmenge auf den Weg macht, dann kriegt die Regierung das mit. Und man wusste letztes Jahr schon im Februar, dass die Leute auf dem Balkan sich auf die Socken machen. Und im März wusste man, dass die Syrer kommen werden. Man hätte dieses Land, seine Bevölkerung und vor allem seine Behörden auch auf die Flüchtlinge vorbereiten können. Aber Angela Merkel hat sich verhalten wie ein Kapitän auf einem Dampfer, wo der Ruf ertönt, Eisberg voraus! Und Merkel sagte, mal gucken, wie lange wir den vor uns herschieben können. Was diese Menschen, die zurzeit aus den unterschiedlichsten Gründen, aus den unterschiedlichsten Himmelsrichtungen zu uns kommen, machen, ist Folgendes. Sie präsentieren uns die Rechnung. Sie präsentieren uns die Rechnung für unseren Wohlstand. Und wer diese Rechnung nicht begleichen will, der flieht auch. Und zwar vor den Gesetzen der Ökonomie. Der ist ein Zechbriller. Der schmeißt eine Lokalrunde nach der anderen und möchte die Kneipe verlassen, ohne den Deckel zu bezahlen. Mit anderen Worten, der ist ein Wirtschaftsflüchtling. HG Butzko! Mensch, eigentlich komm her. Schön, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung. Nimm Platz. Gerne. Mach dir es bequem. Du hast es gerade schon erwähnt, wir Europäer, wir haben Afrika tatsächlich auch so ein Freihandelsabkommen aufgedrückt und fluten da jetzt den Markt mit unserem subventionierten billigen Obst und Gemüse. Also einfach gesagt, wir scheißen die zu mit billigen holländischen Tomaten und wundern uns, warum dann der afrikanische Kleinbauer bei uns steht und von vorne anfängt. Warum der Ketchup-Händler zu uns kommt. Ne? So könnte man sagen, warum der hier ist. Und vor allem, warum unsere Medien genau das zum Beispiel rund um die Uhr nichts anderes zu tun haben, als das zu thematisieren. Ja, ne? Also die eigene Verantwortung. Du liest ja nur darüber eigentlich den ganzen Tag. Ja, ich weiß nicht, warum das eine machen, das andere. Also sind wir schizophren? Was ist da los mit uns? Wieso raffen wir das nicht? Nee, wir sind Verdrängungskünstler. Verdrängungskünstler. Der Bumerang, den wir vor langer Zeit mal in die Luft geworfen haben, befand sich jetzt lang genug in der Phase des Hinflugs. Ja. Ich höre ihn schon so von hinten. Das so. Bild können wir mal so stehen lassen. Das lassen wir mal fliegen, das Bild. Ja, ne? Schwebend. Der Bumerang. Meinst du, dass Angela Merkel den noch abkriegt, den Bumerang? Ja? Ja, das ist eine Hoffnung. Hoffnung ist das super. Das ist eine Hoffnung. Muss sein. Das wissen wir nicht, natürlich. Also du weißt es nicht so genau. Nee, wieso? Ja. Also ja. Was ist denn da los mit Europa? Europa war doch mal eine tolle Idee. Das war doch so eine schöne, tolle Idee. Und mittlerweile kommt mir Europa nur noch vor wie so ein kleiner Gärtnerverein, wo alle an ihren Zäunen basteln. Ja, aber das ist auch wieder die deutsche Politik, für die wir auch mitfahren. Wenn wir durch Lohndumping Außenhandelsüberschüsse erzielen und andere Wirtschaften, andere Volkswirtschaften in den Ruin konkurrieren und dann die Bewohner in diesen Ländern eben auch nicht wissen, wie sie ihre Haushalte auf die Kette kriegen können. In Griechenland die Jugendarbeitslosigkeit, Spanien, Italien, auch in anderen Ländern, in Frankreich. Wenn wir da natürlich dafür sorgen, dass die alle nicht mehr auf die Beine kommen, dann sind auch wir dafür auch verantwortlich. Und wenn wir denen dann sagen, sie sollen es machen wie wir, dann hat jemand entweder nicht rechnen können oder in Mathematik oder nicht aufgepasst. Ja, also es hängt doch ganz schön viel an uns. Scheiße, ne? Das ist wirklich ärgerlich. Also und du hast Wirtschaftsflüchtlinge, das ist ein Begriff, hast du gerade gehabt. Was willst du sagen, das interessiert mich einfach, wie definiert denn so ein durchschnittlicher Pegida-Anhänger diesen Begriff Wirtschaftsflüchtling?
Ja, wenn wir den Gag nicht schon gehabt hätten, würde ich sagen, wenn er abends in die Kneipe geht. Dann definiert er drauf los. So, dann ist er ein Wirtschaftsflüchtling. Ach, das sind so eklige Sachen in der ganzen Debatte. Das ganze letzte Jahr 2015 Es ist kurzes Denken. Es ist Denkfaulheit, die da vorherrscht. Ja. Ein anstrengendes Jahr gewesen, fand ich überhaupt. Ja. Wirtschaftsflüchtling ist ja auch ein blöder Vorwurf, weil im Grunde ja jeder, der jetzt nicht irgendwie totgeschossen oder wird oder verhungert, jeder ist danach eigentlich wirtschaftlich besser dran, kann man sagen. Man verlässt seine Heimat nicht aus Jux und Dollerei, sondern wenn man entschließt, sich auf den Weg zu machen, muss alles andere zu Hause vorher erstmal durchgespielt worden sein. Und nur wenn das nicht geht, mache ich mir doch nur auf die Socken. Ja, ich sehe das auch so. Und es kommt natürlich zu ganz dramatischen menschlichen Situationen. Ich habe jetzt gelesen, Flüchtlinge sind teilweise privat bei Veronika Ferres untergekommen. Andere bei, was habe ich hier noch stehen, Ursula von der Leyen sogar auch. Ist das jetzt menschenrechtlich, ist das mit Amnesty abgesprochen? Sie wollten dem Terror entfliehen und sind doch nur in Terror geraten. Also es ist, da werden es wirklich besser ran, wenn wir zurückgehen. Ja. Und seit dieser ganzen Debatte, jetzt frage ich dich unter uns, müssen wir jetzt Till Schweiger mögen? Ja, das ist auch etwas, was, also ich meine, ein Schauspieler wie Arnold Schwarzenegger wurde später mal Gouverneur. Ein Schauspieler wie Ronald Reagan wurde Präsident. Wenn Til Schweiger so weitermacht, da wird mir Angst und Bange. Er übt ja schon. Also ich glaube, wenn er Präsident wird, wird es mit ziemlich viel Action sein. Mit viel Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Mit vielen Ausrufezeichen. Detonationen auch. Also wenn der irgendwo zu Staatsbesuch kommt, da ist erstmal wirklich Rambazamba. Und viel Selbstkritik. Ja. Er hatte, glaube ich, Helene Fischer im letzten Tatort mit dabei. Ist die dann auch immer so im Damenprogramm? Meinst du, dass die dann mitläuft? Keine Ahnung. Wer? Helene Fischer. Sagt mir jetzt nichts. Kannst du nicht kennen. Das ist Kultur. Das ist. Ja, Horn ist raus. Ja, also sagen wir so, in 89, ne, da waren ja schon mal bei uns, da waren ja die ganzen Ostdeutschen, waren ja hier bei uns, auch wir Flüchtlinge, in Turnhallen untergebracht. Und damals haben auch die Anwohner sich Sorgen gemacht wegen des Werteverlusts ihrer Immobilie und ob diese fremde Kultur sich integriert. Würdest du sagen, dass diese Integration gelungen ist oder was lehrt uns das? Ja, die Ostdeutschen, die zu uns nach Westdeutschland kamen, die haben sich inzwischen, glaube ich, erfolgreich integriert. Was ich nicht verstehe, ist das Denken derjenigen, die seitdem drüben geblieben sind. Also wenn die zum Beispiel jetzt 3% Migrantenanteil haben und dann auf die Straße gegen Ausländer gehen, dann möchte man also am liebsten noch fragen, was ist eigentlich euer Problem? Bei euch leben doch gar keine Ausländer. Und dann sagen die allen Ernstes, Zitat, ja eben. Wir wollen bei uns keine Zustände wie in Westdeutschland, sagen. Ja. Da möchte man am liebsten antworten, das hättet ihr mal 1989 sagen sollen. Das wäre originell gewesen, ja. Ja, sehr gut. Wir haben hier mal in Mosbach haben wir Flüchtlinge besucht. Genau genommen, hier gibt es eine wunderbare Aktion. Hier ist so eine Altherren-Fußballmannschaft, die trainiert, glaube ich, einmal die Woche. Und da sind 3 Flüchtlinge, die einfach mitspielen jede Woche. Und dann haben wir gedacht, das schauen wir uns mal an. Und wir sind da hin und haben so eine kleine Matz vorbereitet. Die gucken wir uns jetzt mal an. Matz ab. Ja, wir sind jetzt hier in Mosbach in der Sporthalle der Diakonie. Und da ist heute Abend, wie immer, dienstags Herren. Altherrenfußball sogar. Von daher glaube ich, müssen wir in die Richtung. Und wir gucken mal rein, was da los ist, weil da spielen 3 Flüchtlinge mit. Wir gucken mal, was passiert, was abgeht. Hallo, ich bin Fred. Ja, hallo. Du bist? Recheko. Ich bin Sabah Kasim. Mein Name ist Omar. Wie lange bist du schon in Mosbach? Jetzt ein Jahr, 9 Monate arbeite, Firma Vogentech, auch spiele Fußball, Training, weil ich arbeite, ich habe keine Zeit. Hast du schon immer zu Hause Fußball gespielt? Ja. Aber nicht professionell? Nein, mit 2 Mannschaften, Kreisliga. Aha. Also ich bin mit Feld im Spiel. Ja. Kannst du mir erklären, was Abseits ist? Schiri, Schiri. Wenn einer ruft Abseits, dann ist Abseits. Vielleicht verstehe ich nicht. Abseits heißt, ja, weiß ich nicht. Man kann Fußball spielen, ohne sich um Abseits zu kümmern. Ja. Ja. Willst du in Deutschland, in Mosbach bleiben? Willst du woanders hin? Willst du weiter? Nee, ich bleibe hier in Mosbach, ist gut. Mir ist gut, jetzt. Yes. Okay. Ja. Aber ich habe Familie auch in der Türkei, weißt du? Ja. Ja, ich. Vielleicht später kam bei mir hier in Mosbach. Ja. Wie lange hast du die nicht mehr gesehen?
Ja, ich kam auch Syrien, auch Familie Türkei jetzt. Wie lange hast du die nicht mehr gesehen? Erst 2 Jahre. Oh, das ist... Ja, Schleswig, ja. Aber ihr seid in Kontakt, ihr sprecht. Familie, ab 2 Kinder, ich habe eine Tochter und einen Sohn, aber ich... Ja. Wie alt sind die? 7 und 4. Dann wünsche ich dir vor allem, dass du ganz schnell deine Familie bei dir hast. Ja, bei mir. Darf ich dir das wünschen? Danke. Alles Gute dafür. Ja, muss. Okay, danke dir. Ja, die spielen jetzt da draußen fröhlich weiter ihren Altherrenfußball. Wobei, Altherren, die hauen schon auch ziemlich drauf. Also ich werde es nicht überleben. Aber wahrscheinlich ist das auch eine integrative Maßnahme. Ich werde das mit dem Abseits habe ich nicht. Das werde ich wahrscheinlich nochmal den Butzko fragen müssen. Das soll mit der Butzko. Ja, jetzt wo ich dich schon mal da habe, dich als alten Fan von Schalke 05, glaube ich. Kannst du mir das kurz erklären? Ja, Abseits ist, wenn 2 Arbeitslose im Moment der Ballabgabe zwischen sich und dem Hartz-IV-Empfänger noch einen Migranten haben, dann sind alle 4 Abseits. Sehr schön. Ich finde das, ja toll, wenn da so ganz in der Nachbarschaft, so ganz niedrigschwellig, wenn da sowas passiert, dass da zusammen Fußball gespielt wird. Und das ist ja auch Sport, ist wichtig, da kann man Aggressionen und Frust abbauen, all das. Tolles Projekt. Kennst du eventuell zufällig irgendwie von zu Hause aus Berlin ähnliche, vergleichbare Projekte? Gerade in Berlin, ja klar. Ja. Da haben wir am Lageso ja diese Zustände, da gibt es ja nur ein Dixi-Klo. Ich glaube, bevor man da ans Fußballspielen denkt, wäre es schön, ein zweites Dixi-Klo erstmal aufzustellen. Ja, das wäre auch eine Art Integration. Ja, gut, okay. Die Flüchtlinge, die flüchten ja nicht nur vom Krieg, die flüchten ja auch vor den ganzen Fundamentalisten, die sich nicht um Menschenrechte kümmern und sich nicht für Minderheiten interessieren, ja, und Frauenrechte. Und von wegen Minderheiten unter den Flüchtlingen sind ja auch vereinzelt zumindest Schwule, die dann hoffen, bei uns in eine tolerante Gesellschaft zu kommen. Und da muss man sagen, teils, teils. Ja. Bei uns gibt es ja auch Leute, die befürchten, dass Kinder automatisch schwul werden, wenn man ihnen nur in der Schule erzählt, dass es sowas gibt. Ich sage, wenn das so einfach wäre, na, dann würden wir unseren Kindern ja statt Postern von Justin Bieber bloß noch welche von Obst und Gemüse ins Kinderzimmer reinlegen. Und die gerne, wenn sie wollen, immer. Das fand ich auch toll, die saarländische Ministerpräsidentin, die gefürchtete Frau Kramp-Karrenbauer, die hat ja dann sogar gesagt, wenn wir Schwulen erlauben zu heiraten, dann wollen das demnächst auch noch Geschwister. Aua. Ja, das ist das, ganz kurz, diese Panik vorm Zest, da dachte ich, die kann man vielleicht zur Not, weiß nicht, wie du das siehst, kann man vielleicht bei ihr jetzt noch mit dem Saarland erklären. Ja, oder eben im christlichen Fundamentalismus. Die Angst, die dahinter steckt, ist die Angst, welche psychische Entwicklung bekommt jemand, der als Kind bei gleichgeschlechtlichen Eltern aufwächst? Da gibt es eben keine Langzeitstudien. Der Punkt ist nur der, welche psychischen Störungen eine Kindheit bei heterosexuellen Eltern haben kann, ist auf der Welt millionenfach schon bewiesen. Ja. Stimmt genug. Ja, und, nicht zuletzt in christlich-konservativen Kreisen. Und das wird auch kaum thematisiert in der Lügenpresse, muss man sagen. Ja. Und ja, ich meine, im Grunde geht es, glaube ich, bei der ganzen Debatte nur darum, dass Leute, die sich wirklich keiner beim Sex vorstellen möchte, es eklig finden, sich vorzustellen, was andere im Bett so anstellen. Ich glaube, das ist der Kern des Ganzen. Und für so einen kleinen, ich sag mal, maximal komischen Crashkurs in Sachen Toleranz haben wir unseren nächsten Gast aus Berlin extra hierher eingeladen. Hier ist der wunderbare Ole Lehmann. Dankeschön, vielen Dank. Ja. Ach, vielen Dank, das ist sehr lieb, Dankeschön. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich als homosexueller Mann schon sagen? Es ist halt mit euch Heteros manchmal schwierig. Und ich glaube, es liegt so ein bisschen am Humor. Ne? Weil guck mal, ich bin nun so viele Jahre auf Tournee und ihr kommt in meine Programme und ihr lacht über mich. Und das sollt ihr auch. Ne? Weil wir sind in Deutschland so weichgespült geworden, was Comedy angeht. Du darfst keine Witze mehr über Frauen machen, das ist frauenfeindlich. Ne? Du darfst keine Witze mehr über Schwule machen, das ist schwulenfeindlich. Ne? Gott, du darfst ja einen Glatzköpfigen gar nicht mehr Glatze nennen. Ne? Der ist Haarausfall geschädigt. Ne? So weit ist es schon gekommen. Ne? Und deswegen sage ich euch, ich glaube, damit wir wieder auch ein bisschen mehr Toleranz haben in der ganzen Welt, brauchen wir ein bisschen mehr Humor. Ne? Wenn ihr so einen Witz über Schwule habt, dann haut den doch raus. Ne? Wenn er witzig ist, ist er witzig. Ne? Lacht über uns, ihr sollt über uns lachen. Und wisst ihr warum?
wir lachen ja auch über euch. Und das nicht zu knapp. Was ihr Heteros manchmal macht, ist echt zum Piepen. Ne? Besonders, wenn ihr mit uns Schwulen reden müsst. Ne? Neulich hat auch einer zu mir gesagt, ja, das verstehst du nicht, Herr Lehmann, du. Finde ich auch mal ein knaller Satz. Herr Lehmann und du in einem Satz. Die Kommunikation zwischen uns Heteros und euch Homos. Ne? 2016 konnte noch nicht mal das Wort schwul aussprechen. Ne? So weit ist es gekommen. Ne? Er sagte so, das ist schwierig, Mama, diese Kommunikation zwischen uns und euch, weil, und kam seine knaller Begründung, ihr Schwule und Lesben, ihr werdet ja immer mehr. Habe ich zuerst gedacht, ich wünsche, das wäre so. Ne? Hätte ich noch was zu vögeln in Moosbach heute Abend, aber nein. Ne? So. Und mal ganz ehrlich, was ist das für ein Satz, ihr werdet immer mehr? Das stimmt ja auch gar nicht. Ne? Ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, so anteilig an der Weltbevölkerung gemessen, egal in welchem Jahrhundert man sich befindet, ist immer derselbe prozentuale Anteil. Ne? Es ist einfach so, man muss sowas dann auch, wenn man so einen idiotischen Satz von einem Heteromann gesagt bekommt, dann muss man das mit Humor nehmen. Der sagte, ihr werdet ja immer mehr, habe ich gesagt, ja. Das stimmt. Das hat auch einen Grund. Wir werden die schwule Weltherrschaft an uns reißen. Eines Morgens wacht ihr auf und ganz Moosbach ist rosa. Ja, Gott, kann man doch mal machen. Ja. Ja. Ihr findet es lustig, er fand es gar nicht lustig. Ne? Er ist schnell abgehauen und hat, glaube ich, sein Haus neu umgestrichen. Ich weiß es nicht. Aber das ist so. Ich glaube, der Humor, der fehlt wirklich. Ne? Klar, der Humor ist auch, manchmal ist der auch schwierig. Manchmal ist der auch für mich schwierig, wenn ihr mit so ganz dummen Sätzen auf uns zukommt. Ne? Neulich kam einer und sagt, ja, das muss ich Sie mal fragen, so als schwuler Mann. Warum sprecht ihr schwulen Männer eigentlich alle nasal tuntig? Das ist eine Frechheit. Ne? Der hat auch nicht hingehört. Ich meine, guck mal, ich stehe jetzt 2 Minuten auf der Bühne. Ich spreche doch nicht, also jetzt passt auf, was ihr sagt. Ne? Ich meine, gut, es wird immer am Anfang so ein bisschen ruhig, weil es gibt so Leute im Publikum, die denken sich, ja, eigentlich eine knaller Frage. Ne? Warum sprecht ihr manchmal so? Es stimmt ja, ne? Wir reden manchmal so. Ne? Wir haben auch Ausdrücke dafür. Wenn dann was rumtunden, die Schwulette raushängen lassen, rumschwuchteln, so. Ne? Und wir machen das eben nicht. Und das ist wahrscheinlich eine gute Erklärung, damit ihr das ein für alle Mal lernt. Erkläre ich euch mal, warum wir das machen. Wir machen das nicht, weil, also es hat zum Beispiel nichts mit Sexualität zu tun. Das könnte auch jeder von euch. Ne? So, es hat auch nichts damit zu tun, was ihr immer über uns Schwule denkt, dass wir so klingen wollen und so aussehen wollen und so benehmen wollen wie Frauen. Weil habt ihr jemals eine biologische Frau gehört, die so gesprochen hat? Ich glaube nicht, oder? Wäre lustig, so beim Metzger, der Hallöchen, du geile Metzgersau, du. Ich probiere ein bisschen was von deiner groben Fetten. Und wenn die schmeckt, kaufe ich hier ein. Also so ist es nicht. Wenn natürlich jetzt hier Männer im Publikum sitzen, die gerade denken, ja, meine Frau spricht so, dann will ich nichts gesagt haben. Doch, eine Sache, schaut lieber unten nochmal nach. Ich sag's nur. Ja. Nur als Tipp, kann man ja sagen. So, jetzt aber die Antwort auf die Frage, warum machen wir das manchmal, warum sprechen wir so nasal tuntig, warum tunten wir manchmal so rum? Das ist eine komplizierte Antwort. Ich bitte jetzt um starke Aufmerksamkeit, dauert ein bisschen. Das macht Spaß. Ja, mehr ist es nicht. Es macht einfach Spaß. Jetzt, wenn ein Psychologe drin sitzen würde, würde er sagen, ja, vielleicht ist es auch für euch so eine Befreiung. Mag alles sein, aber es macht Spaß. Manchmal so zu sagen, ach, guck mal, die Wurverheit, die alte Kuh, da kommt sie wieder. Ne, so. Und ganz ehrlich, ihr heterosexuellen Männer, 2016, ihr wollt ja alle, und ihr sollt ja auch, das wollen eure Frauen ja, ihr sollt ja Humor haben. Das ist ja ganz wichtig. Da sagen ganz viele Frauen, mein Mann muss Humor haben. Ne? Warum macht ihr das nicht mal? Warum tuntet ihr nicht mal rum? Nur aus Spaß. Ne? Stell dir mal vor, ihr wisst ja gar nicht, was ihr für eine Fallhöhe habt. Stell dir mal vor, wenn du so ein kerniger heterosexueller Mann bist, ne? So ein bisschen Klischee gedacht, so tiefe Stimme, 3 Tage Bart, behaarte Unterarme, ein bisschen Muckis, Tattoos. Und wenn du dann noch auf dem Bau arbeitest, geh doch einfach mal, mach dir doch den Spaß, am Montagmorgen auf die Baustelle, so um 9 Uhr, mach Hallöchen. Was meint ihr, was da los ist? Dem Polier fällt das Bier aus der Fresse. Ne? Und die ganze Zeit rumschwulen, ne? Ach, was soll ich sparen, eine Mauer? Weiß ja gar nicht mehr, wie das geht. Herr Polier, ich komme doch aus dem Osten, ich darf doch keine Mauer mehr bauen. Das war ein Witz. Oh Gott, die Alte versteht auch kein Wort. So, pass mal auf, ich probier's mal. Steinchen, Steinchen, Steinchen. Mörtel. Huch, es dreht sich. Ja, ich merk schon. Ja, nee, pass mal auf, nicht klatschen jetzt. Weil ich merk schon wieder, die Frauen lachen, die Männer denken schon wieder, die gucken schon wieder, oh, ist alles zu schwul. Ist zu schwul, ne? Ist auch die Kaiserdisziplin. Vielleicht einfach mal ein bisschen subtiler anfangen. Man kann das auch ohne das Rumtunten machen. Ihr geht einfach so, wie ihr seid. Männlich, kerlich, mit tiefer Stimme auf die Baustelle. Bevor ihr aber auf die Baustelle geht, geht ihr an die Handtasche eurer Freundin oder eurer Frau und tragt den rotesten Lippenstift auf, den ihr finden könnt. Und geht aber ganz normal auf die Baustelle, so ganz so, ne, morgen, ganz unkommentiert. Ne, so. Und dann fangt ihr an zu arbeiten. Und ich sehe schon, weil meine Theorie ist, jeder kernige Bauarbeiter wird, glaube ich, in dem Moment zum Klatschweib, oder? Ich sehe so vor mir so, hast du das gesehen, wie der rumläuft? Was soll das? Ich habe keine Ahnung.
frag ihn mal. Nein. Nachher will er noch knutschen. Und dann irgendwann kommt die Mittagspause. Ne? Und dann kommt einer auf euch zu. Das ist der, den sie auserkoren haben, mit euch zu sprechen, weil alle anderen haben Angst. Ne? Und es wäre nicht nur tolerant und 2016 und modern und urban, sondern es wäre auch lustig, wenn der auf euch zukommt und sagt, kommst du mal her? Wie siehst du aus? Sag mal, hast du heute mal in den Spiegel geguckt? Alle auf der Baustelle, alle reden über dich. Ne? Und wir sind uns einig, die Farbe steht überhaupt nicht. In dem Sinne, einfach locker bleiben. Dankeschön. Ole Lehmann. Prost. Ja. Ist das Pilz warm genug? Es ist kalt, es ist richtig schön, es ist gekühlt. Ja. Es wird jetzt sehr schnell warm. Ja, ich würde das befürchten. Ach toll, dass Leute hinter mir sitzen. Ach, alles Frauen. Naja, gut. Extra ein Mann. Toleranz, großes Thema zur Zeit. Sagst du eigentlich dazu, dass aktuell so viele Pegida-Spießer, gerade die, dass die plötzlich total für Schwulenrechte sind, weil ja die Moslems dagegen sind? Ja, das ist wirklich total abgefahren. Ne? Man denkt dann auch, was ist das denn jetzt für eine Ansage? Ne? Also die sind so, das ist auch dann so ein bisschen, wo ich denke, so, ihr müsst doch auch mal ein bisschen Haltung zeigen. Ne? Irgendwann sind Moslems dann auch toll, weil vielleicht alle anderen scheiße sind oder so. Ich finde das ganz, ganz seltsam. Ja. Außerdem möchte ich das nicht. Ich möchte nicht, dass die jetzt meine Minderheit nehmen und sich die zu ihrer, was weiß ich, sich damit ausschmücken. Ne? Ich bin schon gespannt auf die ersten Pegida-Wägen dann beim CSD. Also wie das aussieht, würde ich ja schon, da gehe ich auch mal gucken. Sehr stark, ne? Herr Höcke ganz alleine da oben. Mit seinem Deutschland-Fähnchen. Mit seinem Deutschland-Fähnchen. Mit der Pegida-Hymne, die auch sehr fetzig ist, muss ich sagen. Ohne Text, ne? Das kann man sich recht gut merken. Ja, das ist ja auch klar, weil die brauchen ja auch keinen Text. Ja, die können sie ja alle nicht nachsehen. Berlin ist ja sehr schwul, aber eben, Berlin ist auch sehr Multikulti. Und jetzt frage ich dich, wie läuft denn das beides so im Alltag zusammen? Ach, das ist so lustig, weil das Ding ist einfach, viele sagen ja heutzutage, oh, es kommen so viele Ausländer nach Deutschland, jetzt und, oh, wie sollen wir mit denen umgehen? Wir in Berlin, wir leben ja schon, gerade in Kreuzberg oder in Wedding, oder wir leben ja mit so vielen Ausländern. Und manchmal, schon, ja. Ich habe da selber eine Geschichte erlebt, manchmal ist es so, weißt du, es ist egal, wer ein Arschloch ist. Ne? Und wer, also so, Arschlöcher gibt es in jeder Couleur. Und ich hatte mal so einen kleinen, also das war 12 Jahre her, da stehe ich auf der U-Bahn-Station Eberswalder Straße und da kommt so ein kleiner... ich würde jetzt sagen Türkenjunge, ne? Der kann auch Albaner gewesen sein oder so irgendwie. Das ist so, ja, so 13, ne? Und der war so ein bisschen aggressiv, ne? Gib mir Zigarette und ich so, nee, mach ich nicht. Und, so. Und dann, ja, wurde einfach aggressiv, ne? Und kam so, oder bist du schwul oder was? Wo ich auch nicht verstanden habe, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Also Rauchen und schwul und ja, klar, Zigarette geben oder nicht schwul. Also wenn man eine gibt, ist man hetero, wenn nicht, ist man schwul. Ich weiß es. Und ich dachte, Ole, weißt du, scheißegal, jetzt sag doch mal die Wahrheit, auch wenn du auf die Fresse kriegst. Ne? Ja. Und dann habe ich so gesagt, ja. Und dann passiert da was ganz Interessantes. Dann sagte der, echt? Und dann, Moment, guckt er mich an und sagt, das will ich keine. Und ging. So, kann ich sagen. Ja, natürlich. So läuft's doch, ist doch klar. Ist doch, Leute. Ganz in Berlin, so funktioniert das. Ist doch klar. Ja. Ja, ich fand das ganz toll. Der schulpolitische Sprecher der CDU in Baden-Württemberg, ein Herr Irmer, der hat gesagt, Homosexualität ist nicht normal. So, jetzt frage ich, was ist eigentlich so in Sachen Schwulenfeindlichkeit überhaupt noch der Unterschied zwischen diesem Herrn Irmer und Putin? Ja, oh Gott, gibt ja gar keine Unterschiede. Putin ist ja der schwulste Politiker, den ich kenne. Der hat schon wieder diesen Kalender rausgebracht. Oben ohne? Oben ohne. Merkt er eigentlich gar nicht, dass der damit auch andere Zielgruppen erreicht? Ich meine, nicht, dass ich den toll finde, aber ich denke mir, es gibt irgendwo auf der Welt irgendeine Tunte, die sagt, ach du geiler Russe. Ne? Also so, es ist abgefahren. Man sollte ihm das mal sagen. Man sollte es ihm mal ein bisschen sagen. Vor allen Dingen, das ist auch wieder so einer, wo ich denke, Mäuschen, warum machst du einen Kalender? Du bist so hässlich. Ne? Das ist auch... Aber gut, ich bin kein Russe, deswegen kaufe ich den. Ich würde gerne mal mit dir zusammen nach Moskau fliegen, nur um mitzukriegen, wie du zum Putin dann Mäuschen sagst. Muss ja. Ich sagen. Also. Ja. Ich glaube, wir sollten öfters mal Mäuschen zu solchen Leuten sagen. Ja. Mal sehen, was dann passiert. Du bist auch so ein Mäuschen. So. Butzkos ist ja, die Butzko. Ich bin dann Pussy Riot. Ja, natürlich. Natürlich. Genau. Wenn jetzt wenn es sowas gäbe, eine tolle, eine Fee, also wie aus dem Märchen, eine gute Fee jetzt dir ausnahmsweise mal gegen alle Naturgesetze die Möglichkeit gäbe, drei Menschen umzuschwulen, was natürlich gar nicht geht in Wirklichkeit. Aber wenn das die, welche drei würden das sein für dich? Ich würde das gar nicht wollen, jemanden umzuschwulen. Jetzt sage ich aber, du musst. Also ich muss. Oh Gott, das ist aber schwierig. Zwangsumschwulung durch dich. Aber wer? Nur drei, also, komm, mir fällt jemand ein. Meinst du? Außer Putin. Ja, nee, das ist. Aber was soll. Also, da musst du mir aber erstmal sagen, was das bewirken soll für mich.
Das hast du eigentlich, das kannst du ja völlig aussuchen. Du kannst dann flüchten oder das ist egal. Sag einfach drei Namen, komm also so. Also ich würde dann sagen, auf jeden Fall Robert Downey Jr. Ja? Den finde ich einfach auch, also ich glaube nicht nur, dass der scharf ist, sondern dass der auch, der ist so schnell und so gewitzt und so und da. Ja, ich sehe die Bilder. Und dazu würde ich schon sagen, ich bin ja so ein Comic-Helden-Typ, also von den Avengers dann noch würde ich sagen Chris Hemsworth, also Thor, ne, Thor. Oh, mit dem Hammer. Ja, mit dem Hammer, da verspreche ich mir viel. Und und als Ausgleich würde ich sagen Daniel Craig, weil ich glaube, dass James Bond so und so bisexuell ist. Ja, okay. Ich muss jetzt kurz hier das abwürgen und dir eine hier, wir brauchen dringend, es ist zu warm. Ja. Ich muss jetzt ganz kurz, müssen wir das jetzt mal eine Runde Limo bestellen. Achtung auf, Ex, bitte. Ja, Prost. Scheiß Dreck, das ist wirklich jedes Mal so furchtbar. Nehmen wir es wieder weg, bitte. Danke. Oh, Boris. Da wird man aber heterosexuell. Jetzt aber. Wie? Hallöchen. Ja, bei dir ist umgekehrt. Genau. Jetzt, wie könnte man denn im Alltag jetzt, was könnte man machen, um die Menschen im Alltag toleranter zu machen? Irgendwas Einfaches, so ein Hausmittel, was könnte man da tun? Ich glaube, was wirklich gut wäre, mal die Perspektive zu wechseln. Ja. Ich habe nämlich neulich ein schönes YouTube-Video gesehen aus Amerika, wo zwei heterosexuelle Männer, die so um die Mitte, Ende 20 waren, so Sportler, die sind einfach mal einen Tag lang, das haben die auch gefilmt, sind die Hand in Hand durch Manhattan gegangen. Ne? Und was die sich haben alles anhören müssen. Und die konnten danach total verstehen, wie schwierig das manchmal ist, auch noch als schwuler Mann Hand in Hand über die Straße zu gehen. Okay. Perspektivwechsel ist immer ein toller Trick für den Alltag. Das bringt sowieso viel, auch bei anderen Themen. Fällt dir was ein zum Thema Perspektivwechsel mit Erkenntnisgewinn? Irgendwas umdrehen? Ich habe mal neulich eine Aktion gemacht. Und zwar, wir bekommen doch alle ungefragt von der Post diese Werbebroschüren, die in Plastik eingeschweißt sind, in unseren Briefkasten geworfen. Und die habe ich mal genommen, weil die Post hat doch auch so gelbe Kästen, Briefkästen an der Straße stehen. Da habe ich gedacht, wenn die Post mir ihren Plastikmüll ungefragt in meinen Kasten schmeißt, schmeiße ich ihn eben der Post ungefragt zurück in ihren Kasten. Das ist eine super Idee. Das sollten wir alle mal machen. Was meinst du, wie lange die Post dann noch ihre Plastikmüll in unsere Kästen? Wenn das ist ein Appell, das machen gelben, wir jetzt alle. Wir schmeißen das alle die gelben Briefkästen voll mit diesem Plastik. Boris, hier. Ja. Das ist ja wieder typisch deutsch. Sogar bei der Post gibt es eine Mülltrennung. Machen wir. Ja. Also bei uns in Kroatien, also ich muss immer lachen, dass es hier in Deutschland, in Haushalten, eine Mülltrennung gibt. Bei uns in Kroatien gibt es eher eine Müllzusammenführung. Ne? Mülltrennung in Kroatien ist genauso wahrscheinlich wie Putin auf dem CSD. Bis vor ein paar Jahren hatten wir gar keine öffentlichen Mülleimer. Ne? Man kann auch sagen, dass der öffentliche Müll zu uns nach Kroatien kam erst mit der EU. Ne? Und was Wahnsinn ist, bei uns wird jetzt geworben für Müll. Werfen Sie Ihr Müll korrekt. Baca i smeće. Baca. Ich kann es nicht mehr hören, noch schlimmer als Seitenbacher Müsli. Und es gibt so tolle Werbesprüche auf den Mülleimern. Ich habe für euch ein paar rausgesucht. Ja sam za svako smeće za imati. Bin für jeden Dreck zu haben. Oder imaš li vreću šita? Hast mal Tüte Shit. Oder mein Lieblingsspruch ist ja radim prvi posao. Ich mach schmutzige Geschäfte. Den letzten Werbespruch haben wir aus Griechenland geklaut. Ja. Laut einer Statistik gibt es 35% von der in Kroatien 35% der Post geht verloren. Ne? Ich glaube, die Briefträger kommen einfach durcheinander mit einem neuen Mülleimer. Briefträger sind sowieso überfordert. Also letztens hat mir einer ein Käsebrot zugestellt, war aber noch frech. Der wollte, dass ich noch Porto zahle, weil kein drauf war. Aber jetzt, ihr Lieben, jetzt fangen wir an mit unserem traditionellen Kneipenquiz. Raten. Also, es werden Schätzfragen gestellt. Es spielt unser Stammtisch gegen den Künstlertisch. Ich stelle euch Schätzfragen. Derjenige, der am nächsten dran ist, bekommt einen Punkt. Und los geht's. Die erste Frage. Seid ihr bereit? Wir sind ja. Aber immer sind heiß. Seid ihr bereit? Ja. Und los geht's. Die erste Frage für euch. Wie viele Besucher hatte bisher die weltweit größte CSD-Veranstaltung? Schätzen Sie mal. Wie viele Besucher hatte bisher die weltweit größte CSD-Veranstaltung? San Francisco oder sowas, ne? Was glauben Sie? 2,5 Millionen. 2,5 Millionen, sagt unser Stammtisch. Was sagt unser Künstlertisch? Echt mehr? Also
ich würde sagen... ich hätte einen Tick weniger gesagt. Aber echt weniger? Ich würde sagen mehr, ganz ehrlich. Also wenn ich so ansage, komm, es ist dein Thema, so, mach. Ich würde sagen 4 Millionen, ganz ehrlich. 4 Millionen. Es waren ca. 5 Millionen 2008 in Sao Paulo. Applaus. Fano. Der Punkt ist unser. Sao Paulo. Ja, okay. So brasilmäßig. Zweite Frage. In welchem Jahr wurde der erste Christopher Street Day in Deutschland veranstaltet? Ach du Scheiße, oh, jetzt hast du mich wieder alle zu Hause. Nee, oder? 80er. 75. Nee? 75 sagt unser Stammtisch. Ich würde sagen 78. Machen wir das? Oh, 78. Dranhänge. Ich, ja, machen wir das? Ja. Okay, und dann sagen wir 78. Es war 79 in Berlin und Bremen. Zweiter Punkt an unserer Küche. Ja, Vorteil, das ist ja super. Die Frage ist schon gemacht. Sorry jetzt. Das ist aber. Jetzt mal wieder was ganz anderes. Noch eine Schätzfrage. Jetzt fängt unser Künstlertisch an. Wie viele Menschen sind weltweit auf der Flucht? Wie viele Menschen sind weltweit? 60 Millionen. 60 Millionen. Wenn er das so sagt, nehmen wir das sofort. 60 Millionen. 60 Millionen eingedockt. 61. Ja, wir sagen 61. Das 61. Schon, 61. Aber es sind tatsächlich 60 Millionen auf der Flucht. Punkt wieder für unsere Künstler. Ja. Das ist gemein. Jetzt aber, jetzt. Wie viele Flüchtlinge aus Deutschland gab es im Zweiten Weltkrieg? Wie viele Flüchtlinge aus Deutschland gab es im Zweiten Weltkrieg? 20 Millionen. 20 Millionen? Ja. Was sagt unser Künstlertisch? Ich habe noch nicht gelebt, also ihr beide vielleicht. Ja, ich würde einen Tick weniger sagen. Vor allem aus Deutschland, die sind doch dann innerhalb Deutschlands. Also aus Deutschland wohin? Du meinst aus Deutschland raus, die Schweiz? Oder? Ja, definieren Sie doch bitte erstmal richtig die Frage. Naja, wohin aus ist doch egal. Hauptsache aus Deutschland raus, wir sagen mal exilmäßig. Exil. Egal, ticken mehr oder ticken weniger? Ich will jetzt nicht ticken weniger. 20 haben die gesagt. 20 weniger. Ja, ja. Nochmal 15. Ich 15 Millionen. Fast richtig. Es waren knapp 14 Millionen. Punkt für unser Künstlertisch. Es tut uns leid. Ja. Es tut uns leid. So, es geht weiter. Die letzte Frage. Matchball. Die letzte Frage. Komm, jetzt konzentriert euch, okay? Jetzt gebt alles. Wann hat sich George Michael öffentlich geoutet? Ach. Also November noch hetero, ne? Ja, ja, ich weiß schon. Oh, ja, in der 80er auf jeden Fall, ja. So, was? 90er? 93. 93, sagt unser Stammtisch. Unser Künstlertisch, Ole. Ich muss kurz überlegen, also wir lagen im Bett 1900. Aber das war weit vor dem Coming Out. Wann war denn das Lied Outside? Ich würde sagen. Oh, ich weiß, ich kann. Komm, hau rein. Ja, also hau rein. Das habt ihr gesagt, 93? 93. 94. Oh, das war feige. Es war 98. Oh. Aber trotzdem, gewonnen hat unser Künstler sich. Aber es tut uns leid. Ihr wart super. Es gibt gegen euch zu gewinnen. Natürlich selbstgebrannt. Ihr wart trotzdem ganz würdige Gegner. Vielen Dank. Ja, das war schon die erste Ausgabe von Tante Gerdas Stammtisch, meine Damen und Herren. Herrlich. Mit den fantastischen Gästen H.G. Butzko. Und Ole Lehmann. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie sich die nächste Folge auch wieder an. Wir machen hier noch ein bisschen weiter. Ciao. Komm hier, noch ein Stößchen.